In diesem Video gibt es wieder ein Update zum 30. Geburtstag-Merchandise hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Ja, es kommen ja immer wieder Sachen und es gehen wieder Sachen und deswegen gibt es bei jedem Trip ein neues Merchandise-Video. Es gibt jetzt auch neu die Euro-Disney-Kollektion und einige Sachen aus der anderen Kollektion sind wiedergekommen oder neu dazugekommen. Und das seht ihr alles in diesem Video inklusive Preise. Wir sind jetzt hier in den Walt Disney Studios direkt bei dem Shop, wo ihr reinkommt. Vor dem Studio 1. Wie heißt der denn? Bei dem Studio. Studio 1 Shop, keine Ahnung. Ja, die weißen T-Shirts gibt es tatsächlich wieder mit Tinkerbell drauf. Die gab es ja letztes Mal nicht. Die kosten, ich weiß gar nicht, 36 Euro. Es gibt die Decke. Der Poncho ist, glaube ich, wieder ausverkauft. Es gibt jetzt aber neu diese Handyhülle, aber nur fürs iPhone 13 Pro. Kostenpunkt 40 Euro mit Kette. Ist richtig cool. Die schwarze Tasse. 20 Euro. Die Käppi, mit der liebäugle ich auch schon ein bisschen länger, aber noch nicht. Schlüsselanhänger, Ohren gibt es auch weiterhin. Für 25 Euro. Kosmetiktäschchen. Ich sehe gerade den Preis nicht. 20. Diese Bauchumhängetasche ist auch noch da für 40 und Notizblöcke und das schwarze T-Shirt. Ah ja, die Kette ist auch wieder da. Um 30. Geburtstag kostet 37 Euro. Und auch hier in dem Shop weiter hinten gibt es noch die andere Kollektion, Keksdose. Kennt ihr schon, was Neues ist diese Kühltasche. Für 20 Euro, die ist richtig cool, passt auch richtig viel rein. Die ist neu. Dann gibt es Tee, der ist auch neu. In einer schönen Box für 15 Euro ist schwarzer Tee. Ansonsten Kakao kennt ihr, ich weiß gar nicht, ist die auch neu. Die Keksdose kostet 13 Euro. Und ich schau mal noch, was ich noch so finde. Die Schüsseln gibt es hier wieder. Die waren ja auch zwischendurch mal weg, 11 Euro. Das ist neu. Das ist so eine Glasaufbewahrungsdose für 20. Ja, ist nicht spülmaschinenfest. Plastikschüsseln gibt es wieder. Becher. Und auch hier diese Ablage. Seifenspender ist auch noch genug da. 15 Euro. Mickey und Minnie. Plüsch 30. Jeweils ist auch noch da. Chip and Dale ist tatsächlich auch weniger geworden. Das ist das letzte Kuscheltier hier in den Studios. Scheint auch begehrt zu sein. Und das sind die Kindersachen, die sind alle gleich geblieben. Die kennt ihr auch alle. Joa. Sonst sehe ich jetzt hier nichts Neues mehr, glaube ich. Alles beim Alten. Hier gibt es an der Kasse noch den Fächer, den kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil er eingepackt ist. Ich habe ihn mir aber gekauft, kann ich euch später mal zeigen. Kostenpunkt 10 Euro, das ist aber auch hier so Schokolade zum 30. Kostet 3 Euro. Ist ja ganz nett als Mitbringsel. Ja? Na, natürlich. Dafür kriege ich, wie heißt der nochmal, Lindt? Lindt, ja. Und die Schokolade gibt es auch noch für 5 Euro, wo man was gewinnen kann. Und das tolle Limited Edition Set mit 1600 Exemplaren, was man bisher, glaube ich, in jedem Shop mittlerweile findet. Das ist ein Coffre de Mini Peluches. Es will keiner kaufen, weil gefühlt findet man das überall jetzt. Das sind kleiner als so Figuren, die man so aus dem Greifautomat holen kann, ne? Für was? 120, ne? 129 Euro, glaube ich sogar. Das ist super. Schnapper. 120. 120. Aber eine schöne Box. Die Verpackung Box. Ist schön. Ja. Und dann stauben sie ein zu Hause. Ja, stell mal vor, was machst du damit? Nix. Wenn du das irgendwo hinstellst, dann denken die Leute... Deinen Kindern kannst du auch nicht geben, ist zu schade. Nee, also, das kannst du der Katz geben. Das ist kaputt. Ja. Wir sind jetzt hier in Floras Boutique und hier gibt es die Retro-Kollektion, das T-Shirt für 26 Euro. Es gibt die Ohren für 23. Dann gibt
das ist das Euro-Disney-T-Shirt, das habe ich mir ja tatsächlich auch gekauft, kostet auch 26 Euro, richtig schön. Es gibt einen Schlüsselanhänger für 6 Euro. Spill-Jersey. Gab es nicht auch solche Schlüsselanhänger? Ja, die sind da unten, Daniel. Da unten. Denkst du, das ist für mich? Kosten? Das finde ich schön, das finde ich. 65 Euro. Aber denk mal an mein Style mit dem T-Shirt. Dann das blaue T-Shirt für 26. Ja, den Schal gibt es auch wieder für 25 Euro. Ansonsten gibt es hier erstmal nichts Neues. Ah doch, die Pins gibt es da hinten, sehe ich gerade. Ja, die Kühltasche gibt es hier auch. Die habe ich ja schon im Walt Disney Studios gesehen. Hier ist auch Chippendale noch vorhanden. Das Puzzle gibt es auch noch weiterhin, kostet 20 Euro. Die Tasche ist neu. Kosmetiktäschchen für 16. Gibt es irgendwie so Stifte, so Farbmarkierer für 6. Da sind noch ganz viele Retro-Ohren. Und den Schlüsselanhänger gibt es auch wieder. 7 Euro, den gibt es auch für 9. Jetzt gucke ich gerade mal noch, was ist noch? Ich weiß nicht, ob ich die Bauchtasche euch schon mal gezeigt habe von der hässlichen Kollektion für 25. Ansonsten andere Magnete sehe ich jetzt hier nicht. Ich glaube, das war's. Ah, das gibt es auch wieder für 6 Euro. Für eure Jahreskarte oder sonst was. Ja, die weißen T-Shirts für Erwachsene gibt es jetzt auch wieder, kosten 20 Euro. Also ich finde den Preis echt wirklich sehr gut. Gibt auch noch alle Größen. Den weißen Spirit Jersey gibt es nicht mehr, nur den für Hunde. Und das blaue T-Shirt gibt es auch wieder. Ja, die Pins gibt es jetzt auch wieder und zwar alle. Mickey, Chip and Dale, Goofy. Hier sind alle Charaktere drauf und es gibt auch den Schloss. Sieht man den? Ich weiß nicht, ob man den sieht. Aber alle Pins, die es am Anfang gab, gibt es auch wieder hier im Floras Boutique. 11 Euro die normalen und der mit den mehreren Charakteren, der dreht sich auch, kostet 13. Ja, jetzt hier kurz im Emporium. Hier gibt es nichts Neues, aber ich möchte euch kurz mal sagen, was es eventuell nicht mehr gibt. Also den Schal gibt es tatsächlich jetzt noch sehr, sehr oft. Also der scheint jetzt erstmal wieder da zu sein. Ansonsten, ja, seht ihr, was es hier gerade gibt. Die Stifte sind komplett gerade ausverkauft. Also egal, ob die Dreier-Sets oder auch die Sechser-Sets. Alles weg. Das Plastikgeschirr ist auch wieder da von allem. Schüsseln, Becher, alles da. Die Kühltaschen, Lunchbox ist auch noch da. Und hier gegenüber die Schüsseln, habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt, gibt es auch wieder. Die Tassen leider immer noch nicht. Genug Seifenspender gibt es noch. Ihr seht, also Seifenspender haben sie wohl nachgeordert. Ja. Also ihr seht, es ist immer noch mau, aber es kommt halt immer wieder was rein. Aber vieles ist dann auch wieder beim nächsten Besuch ausverkauft. Also wenn man was sieht, muss man es am besten direkt schnappen und kaufen. Wir gucken hier nochmal. Hier gibt es die Uhren noch und die Fächer. Schlüsselanhänger gibt es auch wieder en masse. Schokolade ist auch noch da. Ja, diese Textmarker, die sind jetzt neu, aber ja. Habe ich früher in der Schule gebraucht, jetzt brauche ich auch keine mehr. Ja, das war der Überblick vom Emporium. Ja, und das war mein Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Ich hoffe, das ein oder andere Merchandise hat euch gefallen. Vielleicht kauft ihr es euch ja, wenn ihr beim nächsten Mal hier seid. Und ja, beim nächsten Mal sind wir ja wahrscheinlich zum Avengers Campus hier. Und dann gibt es natürlich ein exklusives Merchandise-Video zum Avengers Campus. Wenn euch das Video gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!